Wir haben jetzt die Seiten gewechselt und ich denke mal, ihr habt gerade einen Drohnenflug gesehen, den selbst wir noch nicht gesehen haben. Das ist jetzt schwierig. Aktuell noch nicht, nein. Aktuell sind wir noch nicht, aber ich würde behaupten, soweit wir im Bulli sitzen, werden wir den Rechner anmachen und uns das mal anschauen, weil ich glaube, das ist was Gutes geworden. Ihr wisst es ja schon, ihr habt ja den Vorteil. Ja, wir sind jetzt hier an einem der, jetzt muss ich gucken, Ausfluten vom Prinzenteich. Was ich interessant finde, dass innerhalb von 24 Stunden hier die Temperaturen um 20 Grad weg sein können. Das heißt, du kannst heute 24 Grad haben, am nächsten Tag nur noch 4 Grad. Das wow. ist hier. Und hier fällt weitaus mehr Niederschlag als im Harzer Vorland. Aha. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt doch einfach mal hierher. Wir haben ja die GPS-Koordinaten wieder reingeschrieben unten. Hier lernt man sogar noch was. Ne? Und dort steht auch so ein Schild und da lernt man noch mehr. Und jetzt werden wir einmal wieder zurücklaufen, weil den Prinzenteich brauche ich euch nicht mehr zeigen. Ihr habt davon ein paar Drohnenaufnahmen gesehen. Und ihr habt ja, bevor wir die Drohnen gezeigt haben, habt ihr noch mehr gesehen. Und deshalb wollen wir jetzt wieder zurückgehen. Ja, und das macht Stefan. Also dann dreh die Kamera und dann darfst du mal schön laufen. Na dann, los geht's. Wir sind wieder in unserem Bulli. Woran erkennt man das? Da ist eine Scheibe, da bin ich und Stefan sitzt da hinten. Und jetzt gäbe es Haber Haber. Also theoretisch gäbe es jetzt Haber Haber. Es muss aber noch natürlich gemacht werden. Und was es zum Essen gibt? Na, jetzt ratet mal, wer euch das sagt. Ach, ich? Ja, es gibt Schweinefilet, geschnetzeltes Schweinefilet mit Joghurt, Brokkoli, Blumenkohl, dazu Kartoffeln, die ich jetzt auch ein bisschen runter reduzieren muss, weil sie schon gut kochen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so mundet. Aber ich denke mal, es wird ein schönes, entspanntes Abendessen. In der Zeit, wo Stefan jetzt das Essen kocht, habe ich schon mal angefangen, das eine oder andere Daten zu sichern, inklusive das, was ihr jetzt seht, das werde ich jetzt auch gleich sichern. Und jetzt kann ich schon mal sagen, das, was ihr ja schon gesehen habt, also die Drohnenaufnahmen, die sehen gut aus. Stefan hat sie noch gar nicht gesehen, aber ich habe sie auch mir nicht ganz angeguckt, nur mal kurz durchgeswiped. Ich habe ja immer einen Vorteil. Man muss ja sagen, ich kann in der Kamera oder in meinem Telefon dann die Drohnenaufnahmen schon sehen, wenn ich sie live mache. Aber da hat man nicht so viel, Display. Ja, nicht so viel Display und man konzentriert sich ja eher auf den Flug, dass man nicht irgendwo gegenfliegt. Das sollte man machen. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch weiter Daten sichern und ich gehe davon aus, dass jenes und welches passiert. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, weiß gar nicht mehr was, aber ist auch gut. So, wir machen dann weiter nach dem Essen. Wir werden euch das Essen nicht nur einblenden und gar nicht erst irgendwie etwas anderes. Deshalb sagen wir jetzt schon mal einen guten Hunger. Und wieder ist ein Tag vorbei. Natürlich noch lange nicht, weil ich weiß nicht, von da könnte ein bisschen Licht kommen noch. Also es ist nur hell draußen und irgendwie ist von dem Gewitter noch nichts gekommen. Ich glaube, auf Holz, dass auch nichts kommen wird und dass wir auch morgen einen schönen Tag erleben werden. Und ja, viel kommt jetzt auch nichts mehr, deshalb sagen wir jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen schon wieder. Bleibt so lange gesund und es kann sein, dass ihr auch nur eine Uhr warten müsst. Also dann hoffe ich, dass ihr innerhalb von 2 Sekunden nicht krank werdet. Wenn doch, stimmt irgendwas mit eurem Essen nicht. In diesem Sinne, bis morgen. So, wir haben Sonntag und wir gehen wieder zum See und wir müssen sagen, ach Gott, war das schön zu nächtigen. Also es tat richtig, richtig gut.
Und vom See seht ihr gleich mehr, wenn wir auf den Damm gehen. Denn das geht einmal hier durch den Wald. Und deshalb wartet ab, bis wir da sind. Ja, was soll man sagen? Sonne ist gerade mal kurz wieder weg. Ja, du kannst erstmal guten Tag sagen, hast du noch nicht gemacht. Guten Tag erstmal. Mann. Ist doch ein neuer Tag, auch wenn ihr sagt, ja, ist immer noch dasselbe Video, aber trotzdem, neuer Tag, neues Glück. Ja, also es ist schön, Sonne ist zwar weg, es ist mit Bewölkung, sage ich mal, aber das Wetter spielt schon mit. Ne? Genau, ist den ganzen Tag auch so angesagt. Klar würde man sagen, uiuiui, da sehen aus wie Regenwolken, aber es soll trocken bleiben und wie gesagt, die Sonne kämpft sich immer wieder durch. Man hat auch blaue Himmelsstellen. Also genau. Wir machen, glaube ich, alles richtig, dass wir heute am Sonntag noch eine Weile hier bleiben. Es gibt auch Leute, die paddeln mit einem Paddelbötchen hier umher. Wir können ja mal hier rumschwenken über diesen idyllischen See. Da werdet ihr selber sehen. Ja, das hat schon was. Da sind wir wieder. Genau, jetzt habt ihr dasselbe gesehen wie gestern, ne? Weil wir haben ja schon mal so eine Szene gehabt. Aber es ist jetzt eine andere Stimmung, weil gestern hat man ja mehr Spiegelung gehabt. Ja, heute ist das Wasser ein bisschen rauer, ne? Ja, aufgrund auch, dass die Sonne nicht kommt, ist auch die Spiegelung nicht da. Mhm. Wir wollen jetzt einfach hier mal ein bisschen laufen, weil wir sagen, das ist die andere Ecke, wo wir sonst immer sind. Also wenn ihr unser Ostervideo angeschaut habt, dann waren wir ja so Richtung Buntenbock. Das heißt, das ist genau auf der anderen Seite dieser Schnellstraße. Und dieses hier, ja, hier stehen wir auf der anderen Seite. Genau, das ist wieder der Prinzenteich, den ihr gerade gesehen habt. Richtig. Und ja, hier, der Klärchen kommt jetzt schon wieder raus. Also, und dann geht es einem richtig gut. Und weil es uns richtig gut gehen soll, gehen wir spazieren. Und zwar den Weg. Den Weg gehen wir und dann sind wir mal gespannt, ob wir euch noch was zeigen oder nicht. Das wird euch sagen später das Licht. Genau. So, unsere kleine, aber feine Runde haben wir beendet. Jo. Jetzt werden wir einmal den Weg, also die offizielle Straße, die es ja ist, fahren. Es ist ja nichts gesperrt, also das heißt, hier fahren auch relativ viele. Da unten gibt es auch noch sowas wie eine Art Campingplatz. Ja, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt runter, fahren über Bad Grund wieder hoch, weil wir haben gestern gesehen, die Eisdiele hat auf. Und dann werden wir natürlich dort hinfahren und uns eine Kugel Eis organisieren. Ja, natürlich, sie hat nur auf für außer Hausverkauf. Aber ne? wir haben unseren Bulli, wir können im Bulli die Kugel Eis essen. So ist es. Oder halt die zwei, drei Kugeln, je nachdem. Mal gucken, was es wird. Genau, jetzt geht es Richtung Bad Grund und vielleicht können wir die eine oder andere Außenszene drehen. Das wissen wir aber noch nicht. Auf jeden Fall. Schön ist es hier, der Parkplatz wird hier immer voller. Also der ist schon ganz schön voll jetzt mittlerweile. Also eigentlich ist er voll, es passt auch keiner mehr hin. Nee. Und deshalb machen wir Platz für die Nächsten. Und ja, seid überrascht, denn wir sind auch überrascht, was jetzt noch vielleicht so kommen mag. So ist es. Thank you.
Also ich habe schon angefangen zu essen, weil das Eis sonst schmilzt. Ich auch. Lecker. Ja, wir haben ja schon mal einen Namen genannt. Hm. Es ist das Eiscafé Paesani, ne? Pisani? Ja, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber ja. Schreibt sich Paesani. Auf jeden Fall hier in Klauser Zellerfeld. Oh, wunderbares Eis. Sehr, sehr, sehr endlich lecker. Und ich habe Waldmeister. Das gibt es nämlich auch nicht immer. Na, ist jemand eifersüchtig? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wir haben das nämlich in einen Gruppenchat gepackt. Könnte nämlich sein, dass jemand eifersüchtig wird. Auf jeden Fall. Sehr lecker. Gut, dass wir eine Tiefkühltour an Bord haben. Mhm. 20 Kugeln nochmal vom Waldmeister-Eis mitgenommen. Wird eine Überraschung für meine Eltern werden. Das wissen die nämlich noch nicht. Die wissen nur, dass wir hier waren und dass wir gerade das Eis essen. Ne? Genau. Und wir genießen das jetzt in Ruhe. So ist es. Und dann melden wir uns wieder, wenn es losgeht. Wenn es weitergeht. Müll ist entsorgt. Ordnungsgemäß. Genau. Wie sich das gehört. Ich würde mir wünschen... Das würden auch andere machen. Ja, danke. Aber naja, leider nicht. Die Tüten waren wahrscheinlich zu groß für die Mülltonne, dass die da durchgepasst haben. Ja, dann muss man sie woanders entsorgen oder muss man kleine Mülltüten machen. Das ist richtig, das ist richtig. Das geht ja nun nicht. Jo, was soll man sagen? Unser Wochenende geht zur Neige. Leider. Wir fahren jetzt nach Hause. Und das brauchen wir dann nicht mehr filmen großartig, sondern einfach das jetzt so genießen, wie es ist. Und wenn wir an zu Hause denken, wissen wir, dass es dann noch gutes Clausthal-Zellerfelder Eis gibt. Ja, lecker, schön. Die Truhe ist bei minus 12 Grad, das heißt, das wird wunderbar gekühlt. Genau, bleibt kühl, bleibt gefroren, also alles gut. Ja, bevor wir aber das Video beenden, hat Stefan nochmal was zu berichten, weil wir haben ja nochmal eine Erneuerung in diesem Auto gemacht. Ja, ist richtig. Wir haben jetzt, also der Wagen hat jetzt 46.400 Kilometer, naja gut, 46.300 Kilometer waren es, als wir das gemacht haben. Runter, wir hatten den Wagen letzte Woche nochmal kurz in der Werkstatt und haben hier zwei neue Reifen aufziehen lassen. Die waren so weit abgenudelt, dass die gewechselt werden mussten. Sind ja Ganzjahresreifen, das heißt, die muss man ein bisschen eher tauschen. Hinten gehen sie noch, wobei sie auch irgendwann dran sind im nächsten Jahr, aber eine Saison würden sie noch halten. Ja, wir haben es uns da auch nicht so ganz einfach gemacht, weil wir ja gesagt haben, wir wollen den Wagen, ich sag mal, irgendwann loswerden. Haben aber nichtsdestotrotz dennoch gute Reifen gekauft. Und zwar Michelin-Reifen, die Climate Cross oder irgendwie sowas, Ganzjahresreifen, die hat jetzt Michelin auch für Transporter, sag ich mal. Also das hatten sie am Anfang noch nicht. Und ganz ehrlich, der Wagen fährt ganz anders. Das ist so ein Unterschied, von den Werksreifen auf die Michelin-Reifen zu kommen. Der schwimmt nicht mehr. Ja, windanfällig, klar, ist er, weil er ja auch große Angriffsflächen hat, aber weitaus weniger. Also vorher, da hast du schon bei bisschen Wind schon ganz schön hin und her gelenkt. Ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass wir die besseren Reifen genommen haben. Und freue mich auch gerade über den Fahrkomfort dieses Fahrzeuges, den wir jetzt endlich mal haben. Ja, man muss sich ja einfach mal überlegen, ne? Also was dieses Auto kostet laut Listenpreis und dann kriegst du nur ganz billige Reifen. Ja, was heißt billige Reifen? Es waren Goodyear. Also, ja, aber auch dann sind es nicht die Goodyear, sondern ist die Goodyear Massenproduktion. Also, irgendwas ist da auf jeden Fall faul. Das, das ist traurig. Traurig. Aber wir wollen uns da nicht so weiter drüber aufregen, sonst wird das noch ein sehr langes, monologisches Video. Bringt nichts, ich wollte nur damit berichten. Also, wenn ihr euch mal Reifen wechselt, dann kauft euch vernünftige Reifen und die laufen dann auch sehr gut und da fährt das Fahrzeug dann auch sehr gut mit. Also, zu sparen macht einfach wirklich keinen Sinn. So. Das jetzt das Wort zum Sonntag, weil es ist ja Sonntag, da können wir es auch mal machen. Ja. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne mal ein Like nach oben geben oder halt auch nicht, wenn das ein Dislike ist nicht so schön, aber macht was ihr wollt. Kommentiert vielleicht habt ihr zu irgendwelchen Sachen Fragen, dann können wir sie beantworten und wie gesagt, folgt uns auf unsere entsprechenden, wie nennt sich das, Social Media Kanäle. Genau. Nicht wundern, bei Facebook heißen wir schon Kreuzfahrtcamper, weil wir campen ja in unseren Kreuzfahrten
Und sonst Instagram ist aber alles wieder eingeblendet. Auch unsere Internetadresse. Unter anderem auch www.cruisecamper.com. Die gibt es auch. Also da kommt ihr auch auf unsere Seite. Und da landet ihr immer wieder auf der Seite Kreuzfahrtbulli. Weil noch sind wir ein Bulli. So ist es. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Genau, ganz wichtig. Und vielleicht ja, auch einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, weil wir wissen ja gar nicht, wann das Video kommt und was für ein Tag ist. Stimmt, wir auch wieder richtig. Wir also, haben jetzt Sonntag. Genau, klar. Egal was es ist, wir wünschen euch das Beste und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge hier bei Kreuzfahrtbulli oder Kreuzfahrtcamper, je nachdem, wie der Kanal dann heißt. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ach, ich? Ich bin sehr hell. Ja, du bist erleuchtet. Bin erleuchtet. Dann warte mal eine Sekunde, dann bist du gleich nicht mehr so ganz erleuchtet.